Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Heute sehen wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an. Ich und TJ, wir haben uns einfach in den letzten Wochen mal so ein paar spannende Themen rausgepickt und einfach mal geguckt, was macht die CDU da? Was ist ihre Stellung da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist. Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört. All das werde ich natürlich wie immer ausführlich mit Quellen belegen und beweisen. Ihr wisst, wenn ich so ein Video mache, mache ich es ordentlich. Nächstes Wochenende sind ja die EU-Wahlen. Ich hoffe, ihr geht da alle hin. Ich beziehe mich aber in diesem Video nicht nur auf EU-Politik, weil EU-Politik fucking langweilig ist. Und vor allen Dingen auch, weil man das gar nicht so trennen kann. Wenn du eine Partei auf EU-Ebene wählst, dann stärkst du die auch auf Bundesebene und auf Landesebene. Insofern ist das nicht zu trennen. Okay, also dieses Video wird kein langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafür sprechen, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört. Und als erstes gucken wir uns jetzt an, was denn das Ergebnis von jahrzehntelanger CDU-lastiger Politik ist und wer dabei profitiert hat. Zwei Sachen, bevor es losgeht. Erstens, wenn ich CDU sage in diesem Video, meine ich CDU und oder CSU. Die CSU ist simplifiziert ausgedrückt einfach nur die bayerische CDU. Zusammen bilden sie die Unionspartei, aber ich nenne das Ganze einfach CDU, weil das ist leichter. Zweitens, ich habe so fucking viele Belege in diesem Video, dass ich die nicht mehr unten komplett als Link ausschreibe, sondern einfach nur ein Kürzel reinschreibe, so wie hier. Und in der Videobeschreibung ist dann eine Liste mit Quellen, wo zum Kürzel jeweils die Quelle steht. So, jetzt wisst ihr Bescheid, los geht's. Für wen macht die CDU denn eigentlich Politik? Also auf ihrer Seite steht, dass sie Politik für alle Schichten des Landes macht und die Volkspartei der Mitte sind. Aber sind sie das wirklich? Überprüfen wir das mal. In den letzten 36 Jahren war die CDU 29 an der Macht. Das heißt, wenn die gut im Wirtschaften wäre und Politik für alle Schichten des Landes machen würde, dann würden wir das ja in den Statistiken sehen können. In diesem Zeitraum ging die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Die ärmsten 50% haben immer weniger Geld und die reichsten 10 immer mehr Geld. Dazu stieg die Armut in Deutschland in den letzten Jahren konstant an. Und es sieht auch nicht danach aus, als ob sich das in naher Zukunft ändern wird. Dazu werden auch die meisten Reichen nicht deswegen reich, weil sie hart arbeiten oder fleißig sind, sondern durch Erben und Schenkungen. Also die Kinder von reichen Eltern erben einfach gut und fertig. Vor ein paar Jahrzehnten war das noch anders. Da hat man sich sein Vermögen noch zum größten Teil selbst erarbeitet. Das ist jetzt nicht mehr so. Heutzutage wird das meistens nicht selbst erarbeitet, sondern kommt halt durch ein glückliches Erbe. Und noch ein kleiner Funfact am Rande. Die reichsten 45 Haushalte in Deutschland haben so viel Vermögen wie die ärmsten 50%. Also über 40 Millionen Menschen. Und solche Sachen passieren ja nicht zufällig. Die Regierung, also in dem Zeitraum halt vor allen Dingen die CDU, hat ganz viele Möglichkeiten und Stellschrauben, wie die solche Sachen beeinflussen kann. Zum Beispiel wurden die Stellschrauben so verändert, dass die ärmeren Leute jetzt mehr Steuerlast tragen, als sie noch vor 20 Jahren trugen und die reicheren Leute weniger Steuerlast tragen, als sie noch vor 20 Jahren hatten. Und natürlich tragen solche Entscheidungen an Stellschrauben zu solchen Entwicklungen bei. Unter der CDU haben also in den letzten Jahrzehnten die sehr Reichen ziemlich profitiert und die Armen halt ziemlich abgelost. Aber ey, CDU, die Partei für alle Schichten. Eine der wichtigsten Sachen, wenn es um solche wachsenden Ungleichheiten geht, ist die Chancengleichheit. Das heißt, was du in deinem Leben erreichst, soll nicht davon abhängen, wie reich deine Eltern sind oder welchen Bildungsstand sie hatten oder sonst irgendwie sowas. Also selbst wenn du aus einem ärmeren Haushalt kommst, sollst du durch so Sachen wie Bildung oder so genauso viele Chancen haben, reich zu werden oder einen guten Job zu kriegen, wie jeder andere auch. Das Problem ist, Aufstiegschancen durch Bildung ist in Deutschland viel geringer als in den meisten anderen Industrieländern. In der PISA-Studie haben wir auch in solchen Punkten wie sozialer Hintergrund oder Migrationshintergrund richtig abgelost, was diese Ungerechtigkeit auch nochmal unterstreicht. Das heißt, in Deutschland wird immer noch groß geschrieben, dass wenn dein Vater reich ist, dann wirst du halt auch reich. Aber ey, CDU, eine Partei für alle Schichten. Und wo es gerade um Bildung geht, grundsätzlich gibt Deutschland im Vergleich zu anderen Industriestaaten deutlich weniger für Bildung aus. Also wir liegen echt unterm Durchschnitt. Und das, obwohl ganz viele Vereine und Institutionen viel mehr Geld für Bildung fordern, weil wir zum Beispiel einen krassen Lehrermangel haben und unsere Schulen teilweise ziemlich auseinanderfallen. Und jetzt könnte man sagen, ey, Bildung ist doch Bundesländersache. Ja, stimmt. Und in den Bundesländern, wo die CDU in der Regierung ist, wird weniger pro Schüler für Bildung ausgegeben als in den anderen Bundesländern. Stark, CDU. Stark. Aber okay, Merkel hat ja jetzt angekündigt, dass sie 10% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung und Forschung ausgeben will. Bitte? Ach, das wollte sie bis 2015 machen? Hat sie sich gar nicht dran gehalten? Nicht mal die Hälfte? Wow.
Da kann ja jemand richtig gut wirtschaften. Also, Fazit. In den letzten Jahrzehnten hatte die CDU die meiste Macht. Und das Ergebnis davon ist, dass sich viele Sachen für die Reichen finanziell ziemlich geil entwickelt haben und für alle anderen nicht so. Das ist einfach nüchtern betrachtet das Ergebnis vom Kurs der CDU. Und Bildung hat für die auch keine hohe Priorität. Auch das ist keine Wertung, sondern nüchterne Feststellung anhand von den Daten. Aber ey, CDU, eine Partei für alle Schichten. Naja, schließen wir das Wirtschaftsthema mal ab. Wirtschaft ist eh ein bisschen öde. Wisst ihr, was spannend ist? Leben. Ich mag Leben voll gerne. Und zum Leben brauche ich ganz vieles, aber vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, eine funktionierende Erde. Und darum geht's jetzt, ums Klima. Ich habe vor ein paar Wochen noch gedacht, so ja, Erderwärmung ist vielleicht nicht optimal, wie es läuft, aber so ganz kacke wird's ja nicht laufen. Dann habe ich recherchiert und was ich dabei rausgefunden habe, war fucking heftig. Manche sagen jetzt vielleicht, ey, dieser Titel, CDU zerstört unser Leben, das ist aber ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja, hätte ich vor ein paar Wochen auch noch gedacht. Aber der größte Teil der Experten und Wissenschaftler sind genau dieser Meinung und können das auch ziemlich gut belegen. Aber bevor wir uns deren Belege für das Versagen von CDU und SPD angucken, müssen wir erstmal klären, was überhaupt der aktuelle Stand ist. Es wird warm. 2018 war das viertwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Also jetzt sagt ihr vielleicht, ja Mensch, das viertwärmste Jahr, da sind ja noch 3 Jahre wärmer. Ja, und wisst ihr welche? 2015, 16 und 17. Das bedeutet, die letzten 4 Jahre waren die viertwärmsten ever. Lol. Und die Folgen davon sind auch ziemlich deutlich. Naturkatastrophen nehmen durch die Erderwärmung zu, deren Folgen und das Ausmaß nimmt zu und die unmittelbaren Kosten sind jetzt schon jährlich hunderte Milliarden. Es sind bereits ganze Landstriche untergegangen und deswegen gibt es viele, viele Millionen Flüchtlinge, die ihr Zuhause verloren haben und irgendwo anders untergebracht werden müssen. Ju war vor ein paar Wochen in Bangladesch und hat mit solchen Leuten gesprochen. Das kam auch in seinem Video dazu vor. Außerdem sterben 100-mal schneller Tierarten aus als vorher. Wir verlieren komplette Lebensräume wie Korallenriffe und Biologen sagen sogar, dass ein neues Massenaussterben wahrscheinlich passieren wird. Wie es das letzte Mal vor 66 Millionen Jahren gab. Damals ist das übrigens passiert, weil ein Asteroid so groß wie eine Großstadt auf die Erde geballert ist. Heute schaffen wir das ganz alleine. Und das alles ist bereits passiert, weil es 1 Grad durchschnittlich wärmer geworden ist. Und selbst das würde jetzt für hunderte oder tausende Jahre so bleiben, selbst wenn die Menschheit morgen aufhören würde, Benzin und Kohle zu verbrennen. Und wer sich jetzt denkt, so 1-2 Grad, machen die denn so einen großen Unterschied? Dem kann ich sagen, ja, machen sie. Oder auch in anderen Worten. Viele denken, 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, was macht denn den Unterschied? Als Arzt kann ich Ihnen sagen, es macht einen großen Unterschied, ob Sie 41 Grad Fieber haben oder 43 Grad. Das eine ist mit dem Leben vereinbar, das andere nicht. Okay, das ist jetzt der aktuelle Stand. Aber wer ist denn daran schuld? Also ich gehe jetzt nicht auf die physikalischen Einzelheiten ein, aber in erster Linie passiert das durch die Gase CO2 und Methan. Je mehr davon in der Luft ist, desto wärmer wird es halt. Methan verursachen wir in erster Linie durch unsere industrielle Tierhaltung, aber ich klammer das mal aus Zeitgründen aus, weil CO2 mit Abstand der größte Faktor für die Erderwärmung ist. Deswegen erkläre ich in erster Linie das. Von CO2 gibt es halt so ein bisschen was in der Luft und das ist auch gar nicht weiter schlimm. Blätter zum Beispiel nehmen das auf und geben das auch wieder ab. Zum Beispiel, wenn sie zu Laub werden. Das heißt, es gibt verschiedene Stellen in der Natur, wo CO2 in die Luft kommt. Aber das wurde dann auch immer vorher aus der Luft genauso rausgezogen. Also nur, weil aus Laub CO2 rauskommt, bedeutet das nicht, dass dadurch mehr CO2 auf der Welt vorhanden ist. Wenn es regnet, ist ja auch nicht plötzlich mehr Wasser auf der Welt vorhanden. Das sind einfach natürliche Kreisläufe und die Menge von CO2 bleibt da eigentlich immer gleich. Deswegen blieb auch die Menge von CO2 über Millionen von Jahren ziemlich gleich. Das Problem ist also nicht, dass es CO2 gibt, sondern dass es mehr wird. Und wer ist daran schuld? Wir. Zu 100%. Der Anstieg von Kohlendioxid in der Atmosphäre, der inzwischen 45% beträgt, der ist zu 100% vom Menschen verursacht. Das ist vollkommen unumstritten in der Wissenschaft. Hauptsächlich machen wir das dadurch, dass wir Kohle, Öl und Erdgas aus der Erde buddeln und das dann verbrennen. Da ist das halt drin und so kommt der Shit in die Luft. Das bedeutet, der Mensch ist zu 100% an der Erderwärmung schuld und noch haben wir die komplette Macht, das einfach zu beenden. Vor allen Dingen, indem wir aufhören mit dem Buddeln und Verbrennen. Und jetzt gibt es 100% irgendwelche Leute unter euch, die sagen, hä, ich hab mal gehört, die Wissenschaft ist sich da gar nicht so einig. Das ist gar nicht so sicher. Ist der Mensch überhaupt so stark daran? Sind die sich einig? Ja, okay. Wir gucken mal, wie einig die sich sind.
Ich habe diese Frage einfach mal Klimaforschern gestellt. Also ich habe diese Institute angerufen und die sagten zu mir so, ey, es gibt keinen einzigen seriösen Wissenschaftler, der das Gegenteil behauptet. Ich so, krass, really? Und die so, ja, es gibt vielleicht so ein paar Dullis, die bezahlt wurden von der Ölindustrie, aber eigentlich macht da kein seriöser Wissenschaftler mit. Und das deckt sich auch mit den Zahlen. Nur 0,7% aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen behaupten, dass der Mensch gar nicht schuld an der Erderwärmung ist. Und weitere Auswertungen zeigen dann, dass das eben nur vereinzelte Leute sind, die irgendwas veröffentlichen. Und es eben keine bekannten Institute oder nationalen Akademien gibt, die sowas behaupten. Keine fucking einzige. Außerdem zeigen Studien, dass die Öffentlichkeit krass unterschätzt, wie groß dieser Konsens ist, also wie krass einig sich die Wissenschaftler ist. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass je eher du sagst, nein, der Mensch ist nicht schuld am Klimawandel, desto eher hast du gar keinen Plan vom Thema. Also Real Talk, ich habe vor meinen Recherchen auch nicht gewusst, wie groß dieser Konsens ist. Ich habe irgendwie gedacht, so ja, 98%, 97%, nee, ist halt nochmal mehr und unfassbar eindeutig. Die einzige Partei, die dem widerspricht, ist die AfD. Ja, habt ihr gedacht, die kriegt heute nichts ab? Nee, soll ja keiner die falschen Schlüsse aus diesem Video ziehen und irgendwie denken, die AfD wäre eine legitime Option. Ist sie nicht. Aber nicht nur, weil da halt Nazis drin sind, sondern auch, weil die halt kognitiv, ich sag mal, nicht beeindruckend sind. Die meinen nämlich ernsthaft, dass diese tausenden Wissenschaftler auf der Welt einfach nicht seriös wären. Teilweise sagen die sogar, dass sie lügen, also dass es einfach nicht stimmt, was sie sagen. Und der Mensch, der ist gar nicht schuld am Klimawandel. Weil der Klimawandel eben nicht menschengemacht ist. Ette hier behauptet zum Beispiel, dass die Erderwärmung vielleicht einfach durch die Sonne kommt. Vielleicht scheint die ja einfach stärker. Ja krass, vielleicht haben die tausenden Klimaforscher einfach ihren Job alle nicht richtig gemacht und das nie untersucht. Newsflash, ich habe literally eine Minute googeln gebraucht, um verschiedenste wissenschaftliche Ausarbeitungen zu finden, die genau das untersucht haben und das Gegenteil sogar rausgekommen ist. Also die Sonne scheint weniger stark. Lol. Ja, das findet ihr jetzt funny. Aber wisst ihr, was viel lustiger ist? Auf die Frage, ob das nicht viel mehr ein Grund dafür wäre, was gegen den Klimawandel zu tun, sagt die Frau das hier. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Jetzt schämen sich zu Recht die paar AfD-Wähler unter meinen Zuschauern. Aber ist ja nicht schlimm. Ihr seid zwar dafür verantwortlich, dass die hier im fucking Bundestag sitzt und uns mit so tollen Weisheiten beglücken kann, aber ihr braucht euren Fehler ja nicht einfach nochmal wiederholen. Dann ist euch keiner böse. Aber wie sieht's denn jetzt mit der CDU aus? Also, die sind doch bestimmt kompetenter und würden doch nicht so klare wissenschaftliche Erkenntnisse und einen überwältigenden Konsens über notwendiges Verhalten einfach ignorieren, oder? Naja, bevor wir darauf eingehen, müssen wir uns noch ganz, ganz kurz angucken, was die Wissenschaft denn neben der Mensch ist schuld sonst so sagt. All die Katastrophen kamen bisher, weil wir global durchschnittlich 1 Grad wärmer geworden sind. Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir 1,5 Grad nicht überschreiten dürfen. Wenn wir die nämlich überschreiten, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass wir in so eine unaufhaltsame Spirale fallen, wo es immer wärmer wird, egal was wir tun. Das ist dann irreversibel, nicht mehr rückgängig zu machen. In anderen Worten, dann haben wir die Erde kaputt gemacht. Für eure Kinder, Enkelkinder, selbst für die Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelkinder ist die Welt dann im Arsch. Die werden nie wieder die Erde sehen, so wie wir sie jetzt noch kennengelernt haben. Oder auch, um es in so einem wissenschaftlichen Slang zu sagen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Aber wenn wir in diese Spirale kommen, wie sieht denn dann die Erde aus? Naja, zum einen müssen hunderte Millionen Menschen fliehen, weil sie kein Zuhause mehr haben. Die Internationale Organisation für Migration hat vor ein paar Jahren berechnet, dass so in 30 Jahren etwa 230 Millionen Leute in anderen Ländern unterkommen müssen. Da wir uns aber dann in der Zwischenzeit auf nicht so einem guten Kurs befunden haben, geht sie jetzt mittlerweile schon von über 400 Millionen Flüchtlingen aus. Nur so als Größenordnung in der EU sind so gut 500 Millionen. Ne? Nur so, dass ihr so Bescheid wisst. So viele Menschen werden dann kommen. Viele nach Europa. Also wenn ihr glaubt, dass die Flüchtlinge in den letzten Jahren schon eine Flüchtlingskrise war, dann freut euch darauf. Dann geht es nämlich nicht mehr um ein paar Millionen, sondern um hunderte Millionen. Und denen kannst du dann nicht mehr sagen, ja, bau doch dein Zuhause wieder auf. Das geht dann nämlich nicht mehr. Ihr erinnert euch. Irreversibilität. Also kein Wiederaufbauen, kein Rückgängig machen. Also, die Erde wird dann wärmer und wärmer und wir können nichts mehr dagegen tun. Es gibt immer krassere und immer stärkere Naturkatastrophen. Die Essensversorgung in vielen Ländern geht flöten. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Kriege um Ressourcen. Das angekündigte Massensterben, was ich gerade gesagt habe, das ist dann auch nicht mehr aufzuhalten. Aber nicht nur die Tiere sterben. Wir kriegen auch ein kleines Goodie-Bag. Es wird dann nämlich mehr Krankheiten für uns geben. Also in erster Linie mehr Infektionskrankheiten und Allergien. Yippie!
Okay, also das klingt schon mal so, als hätte dieses Thema für jeden Politiker eine unfassbar hohe Priorität. Aber können wir daran überhaupt noch was ändern? Ja, die Wissenschaft sagt, es ist noch alles machbar, wir müssen nur krass andere politische Entscheidungen treffen als bisher. Wissenschaftler haben gezeigt, dass wir viel schneller auf erneuerbare Energien umsteigen könnten, sogar weltweit. Die Berechnungen unterscheiden sich in erster Linie darin, dass die einen sagen, ja, das wird genauso teuer wie die bisherigen Energieversorgungen, also Win-Situation, und die anderen sagen, es wird sogar günstiger als die bisherigen Energieversorgungen, also Win-Win-Situation. Kostensituation gibt es ganz viele Studien, die sagen, also eine erneuerbare Energieversorgung zu 100% ist von dem Kostenrahmen nicht teurer als die konventionelle Energieversorgung. Die Wissenschaftler sind sich auch einig, dass wir so schnell wie möglich auf Wind, Wasser und vor allen Dingen Solarenergie umstellen müssen und natürlich so schnell wie möglich mit Kohle, Öl und so einem Shit aufhören müssen. Und wenn ich aufhören sage, meine ich aufhören. Also das war's dann. Das hat der Menschheit mal eine Weile sehr gut geholfen und das war's jetzt. Ja Mensch, das ist doch super. Dann können wir doch alles schaffen. Wir können diese Umstellung super packen. Die Wissenschaft hat ganz viele Lösungsmöglichkeiten in petto und die CDU und SPD, die müssen eigentlich nur das umsetzen, was die Wissenschaftler sagen. Ist doch nice. Ja, das Ding ist wahnsinnig. Es ist so traurig. Die CDU und SPD leugnen zwar die menschengemachte Erderwärmung gar nicht. Deutschland hat sogar beim Pariser Vertrag unterschrieben. Das ist so ein Abkommen, wo ganz viele Staaten unterschrieben haben und da steht drin, ey, wir müssen weit, weit unter 2 Grad bleiben, am besten 1,5 Grad. Das heißt, diese 1,5 Grad, also das, was die Wissenschaftler sagen, ist sogar das offizielle Ziel von Deutschland. Nur wir halten uns halt nicht dran. Also wie weit wir das gerade verfehlen, mache ich mal an einem Beispiel klar. Man kann halt berechnen, dass wenn wir diese 1,5 Grad einhalten wollen, hat die ganze Menschheit nur noch eine bestimmte Menge von CO2, die sie in die Luft ballern darf. Diese Menge ist unumstößlich berechnet. Die ist fest. Die haben wir noch. Und wie schnell wir das aufbrauchen, ist so unsere Sache. Wenn wir den CO2-Ausstoß schon mal richtig runtersenken, dann haben wir viel Zeit und können ganz smooth lange diese Menge aufbrauchen. Das Ding ist, beim aktuellen Kurs ist in unter 9 Jahren diese Menge aufgebraucht. Das heißt, spätestens in 9 Jahren müsste die gesamte Menschheit plötzlich aufhören, Flugzeuge zu fliegen, Benzinautos zu fahren oder Kohlekraftwerke anzuhaben. Einfach von einem Tag auf den anderen müsste überall ausgehen. Aber Merkel möchte bis 2038 noch Kohlekraft anlassen. Also, ich will jetzt hier gar nicht so der Spielverderber sein, aber das entspricht weder klimapolitisch noch physikalisch dem Pariser Vertrag. Und nur nebenbei, die SPD ist im selben Boot. Also auf die Frage, ob man vor 2038 aus Kohlekraft aussteigen sollte, sagt deren ehemaliger Frontmann, dass das noch früher passiert. Bist du auch dafür? Nee. Nein. Das heißt, wenn ihr dachtet, ey, die SPD steht doch vielleicht auf der Seite der Wissenschaft und nicht auf der Seite der CDU, muss ich leider sagen, nee. Und das können wir nicht auf die anderen schieben. Da können wir nicht sagen, ja, wir machen doch ganz wenig, die Chinesen sind dann schuld. Nee, wir haben unsere eigenen Ziele nicht eingehalten. Also es gab Zwischenziele und selbst die haben SPD und CDU einfach nicht gepackt. Okay, kurz, ich muss das kurz rauslassen. Kurz ein persönlicher Rant mal neben den Fakten. Sich selbst Ziele setzen und nicht einhalten, was das denn für ein inkompetenter Shit. Wenn das meine Angestellten wären, ich würde die sofort rausschmeißen. Ziele setzen und nicht einhalten ist doch kein Verhalten für eine fucking Bundesregierung. Ziele setzen und nicht einhalten ist was für Leute, die abnehmen wollen, für so Weight Watchers Kunden oder so. Ups, ich habe heute wieder meine Kalorien überzogen. Ziele setzen und nicht einhalten ist was, was wir alle an Silvester machen. Da ist das nicht schlimm. Aber dafür brauche ich doch nicht jemanden bezahlen. Digi, jeder kann sich unverbindlich Ziele setzen und die dann nicht einhalten. Das ist keine Kunst. Die Bundesregierung hätte die Möglichkeit, auch feste Gesetze zu machen. Die hätte die Möglichkeit, ein Gesetz zu machen, das sagt, ab dem und dem Jahr darf Kohlekraftwerk nicht mehr sein. Das ist dann so. Daran muss man sich halten. Macht sie aber nicht. Stattdessen sind sie halt Fan davon, irgendwelche unverbindlichen Ziele in den Raum zu schmeißen und zu sagen, ja, bisher halten wir die nicht ein. Brauchst du ja auch nicht einhalten, ist jetzt nicht zwingend notwendig. Aber wäre mal ganz geil. Geht ja nur um unsere fucking Zukunft. Okay, Wusa, Wusa, musste raus. Zurück zu den Fakten. Ja Mensch, aber vielleicht liegt das ja daran, dass die anderen Länder uns ausbremsen. Vielleicht wollen wir ja viel... Was? Ach so, andere Länder starten Initiativen und wollen die Krise viel mehr bekämpfen und wir bremsen das aus und machen nicht mit? Ah, ja okay, CDU bremst den Kampf gegen Erderwärmung vielleicht aus, aber ey, die haben vielleicht auch einen guten Grund. Also, das ist ja wirtschaftlich nicht verkraftbar. Kohleindustrie ist riesig in Deutschland. Bitte? Nur 20.000 Arbeitsplätze in ganzer Kohlekraft? Okay, das klingt jetzt nicht so viel, aber ich meine, den Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen, das hält ein Land nicht aus.
Bitte? Auf der anderen Seite haben wir in den letzten 4 Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken, 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik abgebaut, weil die Bundesregierung zwischen 2012 und 2015 den Ausbau der erneuerbaren Energien aus Kostengründen deutlich reduziert hat. Okay, also die CDU und SPD bauen 80.000 Arbeitsplätze ab in einem Feld, das es in Jahrzehnten noch geben wird und halten an 20.000 Arbeitsplätzen fest in einem Feld, das es bald eh nicht mehr gibt? Klingt irgendwie unsinnig. Vor allen Dingen, weil es ja völlig normal ist, dass durch Entwicklungen und Technologien alte Arbeitsplätze wegfallen und neue entstehen. Also wegen der Digitalisierung fallen hunderttausende Arbeitsplätze weg. Und trotzdem sagt doch niemand, ey, lass mal bitte die Schreibmaschinenindustrie retten. Was sagen denn Wissenschaftler dazu, dass das so verschieden behandelt wird? Warum kann das eine als Fortschritt gefeiert werden mit all den Kollateralschäden, für die die Politik und die Gesellschaft dann natürlich selbstverständlich gerade stehen soll, und das andere wird abgewehrt bis auf den letzten Moment, obwohl es in der Verhältnismäßigkeit um ganz andere Größenordnungen geht. Snap, das klingt nicht so nice. Diese Wissenschaftlerin sagt übrigens an der Stelle auch, dass sich diese Frage, warum das so unsinnig ist, eigentlich nur mit Interessen und Machtkonstellationen beantworten lässt. Also in anderen Worten heißt das, das ist zwar wirtschaftlich Quatsch, umwelttechnisch Quatsch, aber irgendwelche sehr reichen Leute profitieren davon, dass wir uns beim Kohleausstieg Zeit lassen. Wer könnte das denn sein? Kohleunternehmen vielleicht? Was für ein Zufall, dass RWE schon häufiger dabei aufgeflogen ist, wie die den CDU-Leuten einfach mal so ein bisschen Geld rüberschieben. Da verdienen dann auch mal CDU-Abgeordnete einfach mal so 100.000 Euro nebenher. Oder verschiedene Kommunalpolitiker bekommen mal so 600.000 Euro oder so. Kann man ja mal machen. Aber warum machen die denn das? Sind die einfach so gönnerisch drauf? Oder erhoffen die sich da irgendwie eine Gegenleistung von der CDU? Was könnte das denn sein, so eine Gegenleistung? Ja, sich so Zeit lassen beim Kohleausstieg ist auf jeden Fall nice, aber wisst ihr, was noch viel geiler wäre? Wenn die CDU dafür gesorgt hätte, dass zig Milliarden Steuergelder an die Kohle-Dudes fließen. Das wäre doch nice. Upsi, also wurden nicht nur in die Technologien, die wir dringend brauchen, weniger Geld gesteckt, sondern der Kohleabbau, den wir so schnell wie möglich abschalten müssen, wird künstlich am Leben gehalten, obwohl die sich wirtschaftlich nicht mal selbst halten könnten. Also bei der Energieerzeugung durch Kohle passiert einfach faktisch ein Minusgeschäft. Vor allen Dingen, wenn man die verursachten Schäden mit einbezieht. Da verdienen dann die Chefs halt ihr dickes Gehalt, weil wir Steuerzahler das bezahlen. Milliarden bezahlen wir. Das bedeutet, die CDU zerstört unsere Umwelt faktisch mit Steuergeldern. Das ist genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollte. Okay, vielleicht denke ich einfach zu kurzfristig. Vielleicht ist der Kurs von SPD und CDU langfristig wirtschaftlich ja sinnvoll. Naja, geht so. Ganz kurz dazu. Der Konsens unter allen aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen, das sind Tausende, wurde letztes Jahr vom Weltklimarat zusammengefasst. Demnach verkacken wir gerade hart und landen eher so bei 3 Grad, was dann bedeutet, dass wir in diese Spirale kommen und es immer wärmer wird. Und dann sind die wirtschaftlichen Schäden nämlich unfassbar hoch. Wir sprechen hier weltweit nicht von Millionen oder Milliarden, wir sprechen von Billionen. Eine Billion ist, wenn du 1 Million Freunde hast und die haben jeder davon 1 Million Euro. Und wenn die das dann alle auf einen Haufen tun, das ist 1 Billion. Und davon müssten wir zig ausgeben. Das heißt, sowohl kurzfristig, aber vor allen Dingen langfristig, ist der aktuelle Kurs wirtschaftlich eine Katastrophe. Oder in anderen Worten, rein geldmäßig sind wir besser dran, wenn wir die Umwelt viel stärker schützen. Ja, okay, also SPD und CDU halten die Kohlekraft irgendwie künstlich am Leben, was irgendwie keinem was bringt, außer halt den paar Kohle-Dudes, weil die CDU halt viel Steuergeldern dahin schiebt und die auch mal gerne was zurückgeben an die CDU. Ja, das ist halt nachgewiesen. Aber stopp, es gibt doch vielleicht noch irgendeine Alternative. Es gibt doch noch was anderes, was man machen kann. Ja, gibt es. Man kann zum Beispiel einfach sagen, dass CO2 auszustoßen einfach Geld kostet. Das hätte dann automatisch zur Folge, dass die Sachen, die viel CO2 verursachen und damit auch viele wirtschaftliche Schäden verursachen, weniger gekauft werden, weil sie teurer werden. Und im Gegenzug haben Unternehmen viel größeren Anreiz, neue Produkte zu entwickeln und auch anzubieten, die wenig CO2 verbrauchen. Die Wissenschaftler haben schon mehrfach gezeigt, dass sich das positiv auswirken würde. Auch sau viele deutsche Verbände sprechen sich dafür aus und selbst Wirtschafts- und Finanzleute finden das klasse. Mehr als 40 Länder haben das auch schon, zum Beispiel England, wo das dazu beigetragen hat, dass deren CO2-Ausstoß so klein ist wie vor über 100 Jahren. Also, klingt doch ganz geil. Macht das die CDU? Nein. Wie kann man jetzt die Klimasituation zusammenfassen? Also CDU und SPD versagen bei ihren eigenen Zielen. Andere Länder wollen mehr Gas geben, aber die CDU sagt so, nee, da habe ich nicht so viel Bock drauf. Außerdem haben SPD und CDU zigtausend Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien abgebaut. Und wie wir es gerade hatten, schieben sich halt die RWE-Dudes und die CDU so gegenseitig Geld hin und her, um Kohle künstlich am Leben zu halten. Und was sagt die Wissenschaft zum Kurs von der CDU und der SPD? Wir müssen dieses Tempo, die Klimaschutzbemühungen in Deutschland etwa um den Faktor 5 steigern und das rasch. Das ist
ist nicht nur die Einschätzung von diesem einen Professor, sondern der spricht da gerade für eine Initiative von über 26.000 deutschsprachigen Wissenschaftlern. Digi, ich wusste nicht mal, dass wir so viele Wissenschaftler haben. Und die sagen halt alle, dass der aktuelle Kurs von SPD und CDU viel zu langsam ist. Und wenn wir nicht krass was ändern, also nicht so ein bisschen, sondern krass was ändern, dann ist die Zukunft von der jungen Generation und allen zukünftigen Generationen einfach im Arsch. Und auch im internationalen Raum gibt es offene Briefe von tausenden Experten, die genau dasselbe sagen. Die Profis, die Experten, sind sich also einig, dass der aktuelle Kurs von SPD und CDU kein kleiner Verkacker ist, sondern uns unsere Zukunft kosten wird. Hier geht es jetzt gerade nicht um so, ja, irgendwer hat eine andere politische Meinung als ich. Nein, hier geht es darum, dass diese Parteien extrem gut belegte wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ernst nehmen, dringliche Warnungen von tausenden Experten einfach ignorieren und im Gegenzug eine zukunftszerstörende, umweltzerstörende und damit lebensverachtende Politik machen. Gegen die Gesundheit der Bevölkerung, gegen unser Leben und zum Vorteil von irgendwelchen Großkonzernen. Ich habe bei meinen Recherchen hunderte wissenschaftliche Untersuchungen gesichtet. Ich habe keinen einzigen Experten gefunden, der gesagt hat, ja, wir sind auf einem guten Kurs, wird schon alles klappen. Kein fucking einzigen. Mir war vorher nicht bewusst, wie krass diese Parteien vorbei an Expertenmeinung Politik machen. Man kann daher sagen, dass der aktuelle Kurs von CDU und SPD unser Leben und unsere Zukunft zerstören werden. Und das ist keine übertriebene, wütende Parole, sondern der Konsens von tausenden Experten, die sich auf unzählige wissenschaftliche Untersuchungen stützen. Das war jetzt ein ziemlicher Downer, ne? Aber zum Aufheitern gucken wir uns jetzt im nächsten Part so ein paar CDUler an, die einfach keinen Plan von ihrem Job haben. Los geht's! Das Ding ist, wenn du einen Job hast, dann solltest du Plan davon haben. Wenn du Dinge nicht weißt oder kannst, die grundsätzlich notwendig für deinen Job sind, dann sagt man, dass du inkompetent bist. Bei dem Klimathema hatten wir das ja gerade. Also die Leute, die darüber entscheiden, die kennen sich damit einfach nicht aus und haben einfach diese Kompetenz nicht. Also da brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Aber wie ist das denn zum Beispiel mit unserer Drogenbeauftragten? Das ist eine ganz, ganz weise Frau aus der CDU. Die haut zum Beispiel solche Weisheiten raus wie: Kurz, warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen 0 Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. Wow, Sherlock. Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Digi, das ist so dumm, das tut mir körperlich weh. Eine Kernkompetenz von einer Drogenbeauftragten ist ja, sich mit Drogenpolitik auszukennen. Also eine riesige Frage in der Drogenpolitik ist ja, ob Gras legal werden soll. Und dann setzt man sich natürlich als Drogenbeauftragte damit auseinander, wie die verschiedenen Länder das machen. Also die entkriminalisieren das vielleicht, läuft das bei denen gut oder schlecht oder die machen das nicht, wie ist es bei denen, sowas. Zum Beispiel in den Niederlanden ist es ja in Ordnung, Gras zu rauchen und da geht ja die Welt nicht unter. Und vor allen Dingen hat Portugal vor über 15 Jahren Drogen krass entkriminalisiert und bei denen hat das mega gut geklappt. Das ist also eine Sache, von der du als Drogenbeauftragte natürlich schon mal was gehört hast. Oder? Wird Deutschland von der portugiesischen Erfahrung profitieren wollen? Welche portugiesische Erfahrung? Meinst du jetzt Fußball oder was? Nee, Portugal hat doch die Drogen entkriminalisiert. Oder jedenfalls Marihuana. Also, von Portugal ist mir das nicht bekannt. Ey, wie kann die das nicht wissen? Genau solche verschiedenen Ansätze zu kennen und zu wissen, wie die laufen, ob die gut laufen oder schlecht laufen, das ist ja genau ihr Job. Oder auch hier ist eine Frage und sie zeigt durch die Antwort, dass sie sich richtig gut auskennt. Rauchen ist ab 18 freigegeben. Ja, ja. Warum nicht Alkohol ab 18? Warum? Das ist eine gute Frage. Weiter. Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn du dazu gar nichts sagen kannst, als hättest du dir die noch nie gestellt, dann ist das kein gutes Zeichen. Okay, letztes Beispiel. Ich bin laufend im Gespräch mit der Polizei. Was meint ihr? Soll man hier lockern in Richtung Legalisierung? Ich habe noch keine Stimme gefunden, die hier Ja gesagt hat. Really, Marlene? Dir ist nicht bewusst, dass ganz viele Polizisten für die Entkriminalisierung von Gras sind? Also zum Beispiel sagt das der Bund der deutschen Kriminalbeamten. Also das ist keine Einzelmeinung. Und das ist nichts Neues. Diese Meinung hatten auch schon sehr viele Polizisten, als Marlene Drogenbeauftragte geworden ist. Also es tut mir hart leid, aber ich habe echt den Eindruck, dass viele von euch mehr Plan von dem Job hätten als sie. Aber auch in anderen Bereichen ist krasse Inkompetenz bei CDU-Leuten am Start. Die Leute unter euch, die die Artikel 13-Debatte verfolgt haben, denen ist sicherlich aufgefallen, dass Axel Voss mehrfach dadurch negativ aufgefallen ist, dass er Basic-Fakten über Urheberrecht nicht wusste, worüber er eine Reform geschrieben hat. If you need a kind of a fundament like a copyright-protected work and you are changing it somehow, yes, you have the right to upload this also to the platforms. Also really, das habe ich schon mal angemerkt, das ist absoluter Bullshit. Das würde ja bedeuten, dass ich eine Folge Family Guy aus dem Internet ziehen kann, da meinen Namen draufklatsche, weil ich verändere ja das Werk und dann kann ich es einfach hochladen. Nein, so funktioniert das Urheberrecht nicht.
Und in der Debatte gab es ja einige Fälle, wo die CDU bewiesen hat, dass sie viele Sachen einfach nicht checken. Damit könnte ich jetzt natürlich noch echt lange weitermachen. Im nächsten Part kommt auch noch ein Fall von krasser Inkompetenz. Aber für hier machen wir jetzt erstmal kurz Schluss. Ich denke, es ist klar geworden, dass in der CDU halt teilweise Leute in Entscheidungs- und Machtpositionen sind, die gar keinen Plan von ihrem Job haben. Und das wäre auch alles funny, wenn es nicht um Jobs gehen würde, die das Leben von sau vielen Leuten, also auch uns, beeinflussen. Naja, aber jetzt erstmal weiter zum nächsten Thema. Bei Krieg geht es mir jetzt nicht um so Sachen, wie dass sich Merkel zum Beispiel am Anfang für den Irakkrieg ausgesprochen hat. Dieser Krieg ist eine Realität und ich unterstütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Oder zum Beispiel, dass sie gesagt hat, wenn sie an der Macht gewesen wäre, wäre sie schon vielleicht da in den Krieg mitgezogen. Gesetzt den Fall, wir hätten die Wahl gewonnen, hätten wir nicht die militärische Option ausgeschlossen. Und heutzutage scheint ihr das peinlich zu sein und sie leugnet das halt? Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irak-Krieg nicht unterstützt. Ja, okay. Wirkt halt, als würde da jemand lügen, ne? Aber ey, ist halt jetzt nichts Schockierendes. Viel spannender ist ja so grundsätzliches Fehlverhalten oder Unfähigkeit. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob man das Verhalten von anderen Staaten hinterfragt oder ob man denen einfach blind vertraut. Aber erstmal für die, die da vielleicht nicht so drin sind. Sollte man einem anderen Staat, also zum Beispiel den USA, in Sachen Krieg einfach blind vertrauen? Das Problem bei Krieg ist ja, dass man oft gar nicht weiß, was da genau passiert. Es gibt nur selten Fälle, wo die Öffentlichkeit mal unzensiert mitbekommt, wie so ein Kriegseinsatz überhaupt abläuft. Zum Beispiel in diesem Video. US-Soldaten haben dort nämlich unbewaffnete Journalisten der europäischen Nachrichtenagentur Reuters mit 30mm Kugeln ermordet. Das sind Kugeln, die sind dicker als diese Taschenlampe, also die zerfetzen Menschen. Und das, obwohl die nur rumgelaufen sind, und zwar aus einem Helikopter, den die nicht mal sehen konnten. Das bedeutet, das war eine Hinrichtung, kein Kampf. Also die haben nie miteinander gekämpft. Und ja, es wurden auch Kinder beschossen. Und die Soldaten sagen über Funk noch, ja, ist doch deren Schuld, dass die da Kinder haben. Außerdem haben die Soldaten sich so gegenseitig angestachelt und sogar dabei gelacht. All das ist gut dokumentiert. Niemand bestreitet das, was ich gerade gesagt habe. Das Video könnt ihr hier auf YouTube komplett sehen. Also wenn ihr halt sehen wollt, wie unschuldige Menschen sterben, ist halt nicht schön zu sehen. Und ihr habt euch fast gedacht, das ist ein Kriegsverbrechen. Spätestens dann, wenn da Leute Verwundete wegtragen und retten wollen und die dann noch beschossen und zerfetzt werden. Und jetzt ratet mal, wer dafür in den Knast gekommen ist. Richtig. Keiner der Mörder, keiner von den Leuten, die den Befehl gegeben haben, aber derjenige, der das halt veröffentlicht hat. Das bedeutet, ohne diesen Whistleblower hätten wir das nie erfahren. Und Verbrechen, bei denen es keinen Whistleblower gibt, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Denn das Militär kontrolliert sich meistens selbst. Also die sagen einfach, ja, wir finden, wir haben nichts falsch gemacht. Und dann ist das so. Selbst in dem Fall, der so gut dokumentiert ist, hat das Militär einfach hinterher gesagt, ja, wir haben uns untersucht, wir haben nichts falsch gemacht. Und die Regierung sagt, ja, wenn ihr das sagt, dann wird das wohl so sein. Was lernen wir aus diesem Fall? Wir lernen aus diesem Fall, dass nur weil das Militär sagt, wir haben nichts falsch gemacht, bedeutet das gar nichts. Gerade die Amis haben bei Kriegen schon voll oft gelogen, das ist nachgewiesen. Es gibt sogar wissenschaftliche Ausarbeitungen, die für einzelne Kriege hunderte Lügen nachweisen. Das bestreitet auch gar keiner. Die USA haben sogar gesamte Kriege auf Lügen aufgebaut. Zum Beispiel den Irakkrieg, wo die Mutti gesagt hat, die unterstützt die. Und die letzte wichtige Erkenntnis ist, nur weil die Amis dir sagen, wir brechen kein Völkerrecht, heißt das nicht, dass das so ist. Es wäre also sehr lächerlich, wenn du in irgendeinem Fall die Amis fragst, ey, ist das eigentlich völkerrechtlich in Ordnung, was ihr da macht? Und die sagen dann, ja, ja. Und du sagst, ja, die Amis haben gesagt, das ist in Ordnung, also wird es doch in Ordnung sein. Dieses Verhalten wäre unfassbar lächerlich und peinlich. Könnt ihr euch denken, was jetzt kommt? Die USA haben an echt vielen Orten auf der Welt Krieg. Keine Ahnung, ist vielleicht deren Hobby, ist nicht mein Ding, ich halte mich da raus. Unter anderem in Afrika oder im Nahen Osten, also Pakistan, Jemen, Afghanistan, so diese Ecke. Und da fliegen die halt echt gern diese Kampfdrohnen. Die können die nur nicht von zu Hause aus steuern, weil das halt auf der anderen Seite der Welt ist und wegen der Erdkrümmung geht das nicht. Daher brauchen die irgendwen, der ihnen dabei hilft. Und dieser irgendwer sind wir. Denn die CDU und die SPD sagen, ey, Amis, mach das doch gern hier von Rammstein aus. Also nicht von der Band Rammstein aus, so heißt halt der Ort, wo dieser Stützpunkt ist, den wir denen dafür zur Verfügung stellen. Das ist auch die größte Einrichtung der US-Luftwaffe außerhalb von den USA. Also ist ein krass wichtiges Ding für die. Vor allem, weil die nur damit die Drohnen im Nahen Osten steuern können. Die werden nämlich von den USA über Rammstein dann gesteuert. Bup, bup.
Und dazu machen die Amis da sogar noch Planung, Überwachung und Auswertung von solchen Einsätzen. Also nochmal, nur weil CDU und SPD sagen, ja, ihr dürft das da ruhig machen, können die Amis überhaupt die Drohnen steuern. Sag mal, diese Drohnen, was ist das überhaupt? Das sind halt prinzipiell Flugzeuge, die ferngesteuert werden. Da sitzt halt keiner drin, da wird aber auch keiner mehr reinpassen, weil die sind voll bepackt mit Waffen. Also krasse Waffen, lasergelenkte Bomben, Hellfire-Raketen, Digi, die haben Höllenfeuer im Namen. Wie krass ist das? Die kosten über $100,000 pro Stück. Also die sind nicht dafür da, einzelne Menschen so gezielt wie ein Scharfschütze auszuschalten, sondern die beenden einfach jedes Leben in einem gewissen Gebiet komplett. Da liegt dann vielleicht noch ein loser Arm rum oder so, wenn du Glück hast, aber die sind eigentlich darauf ausgelegt, in einem gewissen Radius einfach jedes Menschenleben zu zerfetzen. Also krasse Waffen. Und die USA werden dir jetzt nur gegen Terroristen und wirklich so böse Soldaten einsetzen. Alles andere wäre ja auch ein Kriegsverbrechen. Also ist ja klar, dass man so eine 100.000-Dollar-Rakete nicht einfach in irgendein Dorf schießt und dabei dann irgendwelche Unschuldigen sterben. Entschuldigung, ich meine nicht sterben, ich meine zerfetzt und pulverisiert werden. Ich finde, beim Sterben sollte wenigstens noch ein Körper übrig sein. Wenn nur noch ein Regen von Blut übrig ist, dann finde ich, ist das mehr als Sterben. Wisst ihr, was auch ein Kriegsverbrechen wäre? So eine Mutti auf einem Feld beim Gemüseernten oder so, einfach mit einer Rakete abzuschießen. Das wäre nicht cool. Ich meine, stellt euch mal vor, eure Oma ist im Garten und die buddelt da so die Möhren aus, die sie gesät hat vor ein paar Monaten und boom, plötzlich ist sie weg. Da explodiert einfach eure ganze Oma. Du kannst deine Oma nicht mal identifizieren. Die ist nur noch so ein Spray von kleingeschredderten Körperteilen, die so den Boden düngen. Mehr ist da nicht mehr da. Findet ihr es geschmacklos? Ja. Ich auch. Behaltet diese Emotion, die ist wertvoll. Wisst ihr, was auch geschmacklos wäre und dazu sogar noch ein Kriegsverbrechen? Wenn du dir so denkst, boah, hier auf den Aufnahmen sehen wir, dass da Autos sind. Das sind bestimmt Terroristen. Lass da mal eine Rakete draufstehen. Und dein Praktikant sagt dir, Diggi, sollen wir nicht vorher überprüfen, wer das ist, bevor wir die alle töten? Und du so, nee, überprüfen ist voll uncool. Da sind bestimmt Terroristen drin. Und dein Praktikant so, ey, Diggi, wenn wir das nicht überprüfen, wer da ist, dann ist das völkerrechtlich nicht okay. Und du so, nein, ich bin mir sicher, da sind Terroristen, schieß da eine Rakete drauf. Und dann schießt du da eine Rakete drauf und zerfetzt 5 Autos. Mit einer Hochzeitsgesellschaft drin, die den fucking glücklichsten Tag ihres Lebens gefeiert haben, bevor sie aus dem Leben gesprengt wurden. Ich habe jetzt keine Aufnahme davon, wie diese Leute und das Leben aller Angehörigen von den USA und uns zerstört wurden, aber ich habe hier eine Aufnahme von einem Panzer, der so eine Rakete abbekommt. Stellt euch mal vor, das wäre ein Auto und da sind so eure Eltern oder Kinder drin. Upsi-Daisy, diese Tötungen wurden über Rammstein, über unser Land gesteuert. Die waren nur möglich, weil unsere Regierung sagt, ja, wir unterstützen euch mit dieser Hilfestellung, ihr dürft das von hier steuern. Das Problem an diesen Drohnenmorden ist halt, die Amis wissen nicht, wen sie da töten. Das machen diese Beispiele völlig klar. Die können ja nicht meine Oma auf dem Feld von einem Terroristen unterscheiden. Und nach der Genfer Konvention, also dem Kriegsvölkerrecht, musst du unter allen Umständen verhindern, dass du bei deinen Handlungen Zivilisten angreifst. Unter allen Umständen. Das bedeutet, wenn du dir nicht sicher bist, wen du da gerade tötest, dann begehst du per Definition ein Kriegsverbrechen. Und auch Völkerrechtler sagen, dass Raketen auf Hochzeitsgesellschaften natürlich völkerrechtlich illegal ist, weil du außerhalb von richtigen Kämpfen überhaupt nur Leute töten darfst, wenn du beweisen kannst, dass die Person einen Anschlag auf dich plant. Und auch Menschenrechtsorganisationen zeigen klar, dass die USA über Rammstein das Völkerrecht bricht. Und Leute, man kann nicht mal sagen, ey, wir brechen zwar das Völkerrecht, aber ist ja für einen guten Zweck, um den Terror einzugrenzen. Nee. Also erstmal, weil es halt echt wack wäre, aber vor allen Dingen, weil viele Experten sagen, dass du mit diesen Tötungen neue Terroristen erzeugst. Und das sagen keine Hippies, sondern US-Generäle, die für Terrorbekämpfung im Amt waren. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie logisch. Stell dir mal vor, irgendein Land kommt an und zerfetzt vor deinen Augen deine Kinder oder deine Frau. Natürlich hast du Hass in deinem Herzen und den Wunsch nach Rache. Das ist jetzt nicht so krass unverständlich. Und die Einschätzung der Generäle deckt sich mit den Statistiken. Wissenschaftler haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich durch solche Drohnenangriffe neuer Terrorismus entsteht. Und wenn man sich mal anguckt, dass seitdem dieser Krieg gegen den Terror angefangen hat, der Terrorismus zunimmt, dann schaut das so aus. Also, die Amerikaner machen etwas über unser Land, was wahrscheinlich für mehr Terrorismus sorgt und völkerrechtlich echt kritisch ist. Aber ich denke, wir haben gute Profis an der Macht. Die werden dieser Sache richtig auf den Grund gehen und mal nachforschen, was da los ist und dann richtig Konsequenzen ziehen. Oder? Naja, geht so. Letztlich sagt unsere Bundesregierung, ey, wir haben die Amerikaner gefragt und die sagen, es ist alles okay, was sie machen. Und das wird dann wohl so stimmen. Es gilt weiterhin die Zusicherung der Vereinigten Staaten, dass Aktivitäten in US-Militärliegenschaften
in Deutschland im Einklang mit dem geltenden Recht erfolgen. Und wenn du dann die Frage stellst, ey, wie seid ihr euch denn sicher, dass da alles okay ist? Kommen dann solche Antworten. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass dies nicht geschieht? Auch dazu ist bereits alles gesagt. Es gibt dazu und hat dazu Gespräche mit der amerikanischen Regierung gegeben, die uns gegenüber entsprechende Zusagen gemacht hat. Die USA haben uns gesagt, dass sie bei ihrem Agieren in dem von Ihnen angesprochenen Komplex, dass sie sich an das Völkerrecht halten. Das haben wir so, das finden wir richtig und gut und das nehmen wir genau so wahr. Das Blauen. Mehr und mehr, wir haben keinen Grund daran zu zweifeln. Digi, was ist das? Die haben einfach den USA gegründet. Hättet ihr das gemacht? Hättet ihr mehr Kompetenz als die Bundesregierung und hättet das hinterfragt? Offiziell müssen die das sogar bald überprüfen. Nicht, weil die da selber drauf gekommen sind, sondern weil Verbliebene von solchen ermordeten Leuten Deutschland angeklagt haben und ein Gericht entschieden hat, dass wir das jetzt überprüfen müssen. Und auch hier gilt, wenn ihr meint, ja, die SPD ist doch nicht so wie die CDU, das ist doch eine Alternative dazu, muss ich euch leider sagen, nee. Diese Sprecher gerade waren von der SPD und Sigmar Gabriel von der SPD leugnet sogar, dass über Rammstein diese Drohnenmorde passieren. Weder dulden wir das, noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden. Und das hat er gesagt, als die Amerikaner schon längst zugegeben haben, dass sie über Rammstein Leute töten. Aber davon weiß Sigmar offensichtlich nichts. In dem Interview bestreitet er das. Über Rammstein werden die Drohnenangriffe geplant, ausgewertet und überwacht. Solange du mir nicht zeigst, was du meinst, glaube ich dir kein Wort. Hey Digi, kein Problem, ich kann dir das zeigen. Die Sprecherin von deinem Ministerium hat lange vorher schon zugegeben, dass ihr wisst, dass Rammstein so eine Relay-Station für Drohnen ist. Und dein eigener Staatsminister hat im Bundestag diese Stellungnahme von den Amis vorgetragen. Und sie hat uns darüber informiert, dass Rammstein eine Reihe weiterer Aufgaben unterstütze, darunter die Planung, Überwachung, Auswertung von zugewiesenen Luftoperationen. Es ist eigentlich sogar noch krasser, weil Sigmar gar nicht weiß, was Rammstein überhaupt ist. Also der Thilo, der Interviewer, erklärt ihm so ganz grobe Basic-Fakten und er sagt danach, ah, wusste ich gar nicht. Rammstein ist die Relaisstation. Das heißt, da werden die Signale an die Satelliten über Pakistan, Afghanistan, Jemen und den ganzen arabischen Staaten gesendet. Das ist die Relaisstation. Ohne die würden die durch die Erdkrümmung in Nevada gar nicht, dass die Dinger bewegen. Wenn du das so genau weißt, ich weiß das nicht so genau. Ich weiß nur, dass wir nicht an solchen Tötungsaktionen beteiligt sind und den Eindruck hast du gerade vermittelt. Really, Diggi? Du weißt das nicht so genau? Du warst zu dem Zeitpunkt fucking Außenminister. Das zu wissen ist genau dein Job gewesen. Das war ja kein Insiderwissen, sondern zu dem Zeitpunkt längst durch alle Medien durch. Und die SPD hatte sogar deutlich vor diesem Interview im Bundestag verschiedene Amerikaner befragt, die da beteiligt waren. Und da hat ein Drohnenpilot ausgesagt, dass über Rammstein Leute getötet werden. Der übrigens damit aufgehört hat, weil es für ihn ein zu großer Verstoß gegen Völkerrechte ist. Solche wichtigen Informationen über den eigenen Fachbereich gar nicht zu kennen, ist krasse Inkompetenz. Übrigens, der YouTube-Kanal, wo ich dieses Interview her habe und noch ein paar andere Ausschnitte in diesem Video, heißt Jung und Naiv und ich kann ihn echt nur jedem politisch Interessierten ans Herz legen. Ist auch in der Infobox verlinkt. Okay, so viel zu Drohnen. Es gibt auch andere Fälle, wo die Amerikaner mit Freunden tausende Zivilisten in anderen Ländern umbringen. Zum Beispiel mit der sogenannten Anti-ISIS-Koalition. Das sind halt so ein paar Länder, die haben sich zusammengeschlossen und die führen jetzt in Syrien Krieg. Da sind wir auch dabei und wir helfen halt den Amerikanern und den anderen Staaten bei solchen Angriffen, weil wir halt die Lage abchecken und denen dann sagen, was wir so sehen und was so abgeht. Das haben halt die SPD und CDU so entschieden. Und die anderen Parteien waren da halt gegen. Auch da ist es natürlich kritisch, dass wir die Amis in diesem Krieg mit unserer Bundeswehr unterstützen. Und auch die Sprecherin der Bundesregierung hat gesagt, dass wir dort bei einem Krieg mitmachen. Der Krieg wird geführt durch verschiedene Alliierte, die sich sozusagen in der Anti-ISIS-Koalition zusammengeführt haben. Aber das Kritischste daran ist, dass Deutschland bei einem Krieg gar nicht mitmachen darf, ohne ein sogenanntes UN-Mandat. Und naja, das gibt's halt nicht. Und auf die Frage, wie das denn rechtlich in Ordnung ist, dass wir dann da mitmachen, kommt dann diese Antwort vom Auswärtigen Amt. Es gibt kein UN-Mandat, also wie soll das völkerrechtlich in Ordnung sein? Ich glaube, wir lassen uns einfach dabei bewenden, was ich gesagt habe, Junge. Krass, ne? Also man spürt richtig, dass dieser Mann mit beiden Beinen auf rechtlichen Grundlagen steht, ganz sicher.
hat man gemerkt. Also es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätten die CDU und SPD nicht so viel Rückgrat, wenn es um die USA geht. Aber haben die wenigstens Eier den USA gegenüber, wenn es um die eigene Bevölkerung geht? Deutschland ist gegen Atomwaffen. Wir haben keine und wir wollen auch, dass alle Staaten die abbauen, bis es keine mehr gibt. Jedenfalls ist das der offizielle Standpunkt. Ob man diesen Standpunkt wirklich hat, kann ja nur daran gemessen werden, wie man sich verhält. Also zum Beispiel, wenn ein anderer Staat, wie die USA, hier einfach Atombomben abstellt. Also Pluralform, nicht Atombombe, Atombomben. 20 Stück. Und jede einzelne davon hat mehr als das Dreifache an Sprengkraft wie die Atombombe, die Hiroshima zerstört hat. Also, ich sag mal, kein gutes Bauchgefühl. Das Ding ist halt, wenn es einen Atomkrieg geben würde, zum Beispiel, weiß nicht, zwischen USA und Russland, dann würde Russland so schnell wie möglich ja auch Deutschland zerstören, weil da sind ja 20 Atombomben, die sie sonst abbekommen würden. Also ist auf jeden Fall jetzt vielleicht nicht die sicherste Position, in der wir sind. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass der große Teil der Bevölkerung sagt, ey, die Amis sollen die weg wieder nehmen, die sollen die zu sich nehmen. Da sagen die Amis aber, nee, haben wir keinen Bock drauf, die sollen hier schön bleiben. Und die haben sogar in den letzten Jahren ihr Atomwaffenarsenal hier aufgefrischt. Also die haben eine Modernisierung der Atomwaffen gemacht, damit neue, fresche Atombomben hier am Start sind. Okay, also diese Modernisierung geht gegen den Willen der Bevölkerung und bringt uns echt in Gefahr und ist halt auch echt wack, dass sie ihre Atombomben hier lagern. Also, da wird ja wohl die CDU mal richtig auf den Tisch hauen und sagen, so geht das nicht. Oder? Ist unnötig und sicher kein Beitrag zur Stabilität und Entspannung in Europa. Die Welt hat sich seit 1989 stark verändert. Wir sind nicht mehr im Kalten Krieg. Es stehen sich keine waffenstarrenden Blöcke mitten in Europa gegenüber. Ja, endlich, geht doch. War zwar diplomatisch ausgedrückt, aber immerhin Standpunkt. Ein klares, wir finden das nicht gut. Bitte? Ach, das war der falsche Clip. Da ging es um Russland, die ihre eigenen Atomwaffen bei sich zu Hause modernisiert haben. Ah, also, aber wenn die so schon reden, wenn die Russen das bei sich zu Hause machen, dann werden die ja also richtig auf den Tisch hauen, wenn es jetzt um die Amis geht, ne? Gucken wir uns doch mal an, wie viel Eier die Regierung da hat. Finden Sie die genauso schlimm, diese Modernisierung? Also, ich glaube, an dieser Stelle haben wir zu dem Thema schon mehrfach Stellung genommen. Es ist, so glauben wir, ein... Krass, ne? Wie der auf den Tisch gehauen hat. Das ist der starke Staat, der seine Bevölkerung schützt. So, kommen wir zum letzten Punkt. Denn vor allen Dingen bei der CDU ist in den letzten Monaten vermehrt aufgefallen, wie sie politische Gegner durch Unwahrheiten, Respektlosigkeiten und Verschwörungstheorien schlechtreden will. Das gucken wir uns jetzt an. Unwahrheiten und Verschwörungstheorien über den politischen Gegner zu erzählen, ist wahrscheinlich die häufigste Form von Propaganda. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich belegt habe, dass in der Artikel 13-Debatte verschiedene Propagandatechniken von Institutionen, Zeitungen oder auch Politikern eingesetzt wurden. Für die, die es interessiert, ich verlinke das in der Infobox. Da gab es zum Beispiel so einen Typen von der CDU, der sich einfach so Verschwörungstheorien über aufgekaufte Demonstranten ausgedacht hat und das dann mithilfe von Printmedien an sehr viele Leute verbreitet hat. Ja, nice. Ich meine, wenn Trump zeigt, dass man mit Bullshit-Reden irgendwie Erfolg haben kann, muss man das als CDU-Dulli jetzt nachmachen? Oder unser fähiger Freund Axel Voss, der irgendwelche Verschwörungstheorien über Fake-Kampagnen von irgendwelchen Unternehmen einfach mal sich ausdenkt und so raushaut. Der ist übrigens auch CDU und auch eine andere CDU-Frau ist da einfach eingestiegen und hat auch gesagt, ja, ja, da gibt's so Fake-Kampagnen. Oder noch ein anderer Typ von der CDU, der auch eine Verschwörungstheorie anbietet, der sagt, die E-Mails, die ich hier bekomme von Bürgern, die kommen gar nicht von Bürgern, die gelten nicht, weil die kommen von Gmail-Konten und dann ist ja das Fake. Bravo, Sherlock, bravo. Niemand davon hat irgendwas belegt. Die haben einfach Bullshit über ihre politischen Gegner erzählt, in der Hoffnung, dass die Öffentlichkeit das irgendwie glaubt. Ist schon auffällig, dass so eine Art von Propaganda irgendwie so CDU-Ding ist. Gibt's da eine Schule bei euch? Ich weiß nicht. Aber das Problem ist halt nicht nur, dass Unwahrheiten, Verschwörungstheorien und Propaganda grundsätzlich jetzt nicht das Geilste auf der Welt ist, sondern das Problem ist auch, dass solche Lügen wie die von diesem gekaufte Demonstranten-Dude respektlos unseren demokratischen Prozessen gegenüber sind. Digi, dass wir solche Probleme mit Demonstrationen und nicht mit Aufständen lösen, ist was Gutes. Wenn jetzt so ein CDU-Dulli ankommt und einfach meint, Lügen über solche Demonstrationen zu erzählen und zu sagen, ey, da sind Demonstranten, die sind keine legitimen Demonstranten, dann kommt bei den Leuten an, ey, das zählt gerade nicht. Die Demonstration, die gilt nicht, weil da sind ja die Leute aufgekauft. Und das ist echt kritisch.
Damit entwertet der dann diesen demokratischen Prozess. Das heißt, er hat sich nicht nur asozial den eigenen Bürgern gegenüber verhalten, sondern vor allen Dingen demokratiefeindlich. Einzelnen Demonstranten sozusagen die Wertigkeit abzusprechen, ist saukritisch. Und wo wir schon dabei sind, dass sich Politiker respektlos protestierenden Bürgern gegenüber verhalten, kommen wir mal kurz zur Fridays for Future-Debatte. Wer es nicht mitbekommen hat, hunderttausende Schüler streiken für die Anerkennung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir vorhin hatten, und dementsprechend gegen den aktuellen Kurs der Bundesregierung. Und anstatt sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen und darüber zu reden, weshalb halten wir unsere Ziele nicht ein, weshalb hinken wir hinterher, was müssen wir tun, reden lieber zig Politiker darüber, dass es doch inakzeptabel ist, dass diese Bürger in der Schulzeit streiken. So meint zum Beispiel die aktuelle Frontfrau von der CDU. Dass Schülerinnen und Schüler, dass junge Leute auf die Straße gehen, um für etwas zu demonstrieren, was ihnen wichtig ist. Persönlich fände ich es überzeugender, wenn sie es nicht nur in der Schulzeit tun würden, sondern auch in der Freizeit. Ah, ja. Ich habe dazu nur noch eine Frage. Hat die Lack gesoffen? Man soll in der Freizeit streiken? Weiß die, was ein Streik ist? Ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, ey, die Lokführer, die sollen nicht streiken, wenn Arbeit ist. Die sollen im Urlaub streiken. Die sollen streiken, wenn Feierabend ist. Die sollen sich in die Lok setzen, ihre Schicht machen. Und wenn die fertig sind mit der Schicht, dann sollen die streiken und nicht arbeiten. Genius! Du kannst in der Freizeit überhaupt nicht streiken. In der Freizeit arbeitest du eh nicht. Du kleiner Sherlock. Und mit dieser Einstellung ist sie auch in der CDU nicht allein. Das ist doch kein respektvoller Umgang mit Bürgern. Christian Lindner meinte sogar, dass diese Demonstranten einfach kein gutes Urteilungsvermögen in dieser Sache hätten. Ja, also die Kids, die dürfen schon mal gern auch was sagen, aber grundsätzlich ist das eine Sache für die Profis. Ja, Christian, das ist eine Sache für die Profis. Deshalb streiken die ja, weil du und eure ganze Crew nicht auf die Profis hört. Darum geht es bei den Demonstrationen. Und die streikenden Schüler, die stellen sich nicht nur auf die Seite der Wissenschaft, die Wissenschaftler stellen sich auch hinter die Schüler. Diese riesige Initiative von vorhin, diese 26.000 Wissenschaftler, die sagen, dass die Anliegen der Schüler völlig berechtigt sind. Es gibt ja viele Stimmen aus der Politik, die gesagt haben, ja, geht wieder zur Schule, ihr habt ja keine Ahnung. Und deswegen sitzen wir auch hier, weil wir sind die Profis und wir sagen, die junge Generation hat recht. Oh, snap, Christian. Die Position der Schüler und die Position der Profis ist dieselbe. Die sind ein Team. Und die SPD und CDU und auch du mit der FDP, ihr seid im anderen Team, nicht bei den Profis. Sorry, Brudi, das sagen die Profis. Also es ist schon auffällig, wie Proteste und Argumente einfach nicht ernst genommen wurden, sondern stattdessen mit Respektlosigkeiten kleingeredet wurden. Ihr sagt doch immer, dass die jungen Leute mehr Politik machen sollen. Ja, dann kommt doch damit klar, wenn die jungen Leute eure Politik scheiße finden, dass ihr auf diese Bürger und diese Proteste nicht mit inhaltlichen Argumenten, sondern mit Respektlosigkeiten, dummen Verschwörungstheorien und Unwahrheiten antwortet, sagt nämlich eine Menge über euch und eure argumentative Stärke aus. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Was heißt das jetzt alles? Wir haben ziemlich ausführlich jetzt gesehen, was die Folgen der Politik von SPD und CDU sind. Wir haben gesehen, wie diese Leute lügen, wie sie teilweise völlig inkompetent in ihrem eigenen Job sind, wie durch sie die soziale Ungerechtigkeit extrem steigt, wie sie irrationale Entscheidungen treffen, nur um ein paar Reiche noch reicher zu machen, das auf Kosten der Allgemeinheit. Wir haben gesehen, dass sie augenscheinliche Völkerrechtsbrüche oder Kriegsverbrechen dulden oder sogar unterstützen. Und ich hätte sogar noch ein paar Punkte mehr ansprechen können, die ich jetzt aus zeitlichen Gründen nachträglich rausgeschnitten habe, bei denen die SPD und CDU aber auch nicht optimal rüberkommen. Aber, und ich glaube, das ist das Wichtigste, wir haben gesehen, dass der Konsens unter Experten ist, der aktuelle Kurs von CDU und SPD wird unsere Zukunft zerstören. Und das ist keine übertriebene Parole, sondern das nüchterne Ergebnis von tausenden wissenschaftlichen Untersuchungen und die Einschätzung von zigtausenden Experten. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Und zwar dafür zu sorgen, dass es so schnell wie möglich einen drastischen Kurswechsel gibt. Sonst sind wir faktisch gefickt. Welche Partei man dafür am besten wählt, kann ich nicht beantworten und will ich nicht beantworten. Diese Initiative hat gesagt, dass am ehesten noch Grüne und Linke eine Option ist, aber selbst die müssten viel krasser in ihren Forderungen werden. Das sagen die, ich kann das nicht beantworten. Aber eins kann ich beantworten. Wählt man CDU, CSU oder SPD, gibt es keinen Grund für irgendwen, was zu verändern. Wählt man die AfD, trägt man sogar noch mehr zur Zerstörung unseres Planeten bei. Und grundsätzlich sollte klar sein, dass man auch die AfD aus anderen Gründen nicht wählen sollte. Wem das nicht bewusst ist, googelt mal diese Sachen. Ich muss das jetzt in dem Video nicht nochmal breittreten. Und dadurch, dass es hier nicht einfach um verschiedene politische Meinungen geht, sondern dass es tausende klare wissenschaftliche Belege gibt, die sagen, der aktuelle Kurs ist zerstörerisch, ist es meine demokratische Pflicht, euch zu bitten. Wählt bitte nicht die SPD.
Wählt bitte nicht die CDU, wählt bitte nicht die CSU und schon gar nicht die AfD. Wir können sowieso kaum was verändern. Die größte Wahlmacht haben die Alten, nicht wir. Zum Vergleich, allein die über 70-Jährigen, also nur ein bestimmter Teil der Rentner, haben anderthalbmal so viele Stimmen wie alle unter 30-Jährigen. Die Rentner entscheiden also mehr über unsere Zukunft, obwohl sie diese Zukunft gar nicht mehr miterleben werden. Das bedeutet zwei Sachen. Zum einen, wir können gar nicht so viel reißen. Wir können höchstens dafür sorgen, dass die Parteien, die diesen lebenszerstörerischen Kurs fahren, wenigstens ein bisschen weniger Stimmen bekommen. In der Hoffnung, dass die Parteien merken, ey, vielleicht sind das Themen, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen, die ein bisschen mehr Priorität brauchen. Vielleicht sollten wir ein bisschen was verändern. Zum anderen bedeutet das, dass wir Eltern haben und Großeltern haben, die wir davon überzeugen können. Wir können sie bitten und anflehen, dass sie ihre Stimme nicht einer solchen lebenszerstörerischen Partei geben, damit ihre Enkel oder Urenkel auch in einer Welt leben dürfen, wie wir sie jetzt kennen. Wir können unsere Eltern und Großeltern aufklären. Zeig denen gerne den Klimapart aus diesem Video. Ich denke, wenn die das verstehen, werden die diese Parteien nämlich auch nicht wählen. Denn Eltern und Großeltern ist nichts im Herzen wichtiger, als sicherzustellen, dass ihre Kinder und Enkel in einer sicheren Welt leben und kein beschissenes Leben haben. Und ich weiß, ich mache mich mit so einem Video und so klaren Standpunkten auch bei manchen unbeliebt. Das gehört dazu. So ist das, wenn man politischen Standpunkt in der Öffentlichkeit hat. Aber wenigstens kann ich, wenn wir in ein paar Jahrzehnten diese Erde für alle kommenden Generationen gefickt haben, in den Spiegel schauen und sagen, ich habe aufrichtig nach Logik, nach wissenschaftlichem Konsens und nach christlichen und humanistischen Werten gehandelt. Und ich hoffe, ihr könnt das auch von euch behaupten. Peace, ich bin raus.